servus liebe Kinderautoren, schön, dass ihr heute bei mir reinschaut. Ihr kennt es sicher, dass irgendwann einmal der Schlauch vom Fahrrad schon so oft geflickt ist, dass man keine Freude mehr dran hat. Da gibt es nur eines, Upcycling. Dazu brauchen wir ein Doppelklebeband, Schere, Messer und eine leere Dose. In dem Fall ist da Kakao drin gewesen. Daraus basteln wir mit den Kindern etwas, was eigentlich in die Mülltonne gehört. Ein wirkliches, tolles Designerstück, ein absoluter Hingucker, das garantiere ich euch jetzt. Und wir fangen gleich mal an mit dem Taschenmesser. Messen wir uns ungefähr die Höhe von der Blume, vom Blumentopf aus und schneiden den jetzt in zwei. Das Tolle ist ja an dieser Kakaodose aus der Schweiz, die ich da drauf habe, die ist ja innen beschichtet. Das heißt, sie ist auch wasserfest. Also ideal als Übertopf für eine Blume. So schaut das Ganze jetzt aus. So, als nächstes, der Schlauch ist eh kaputt, schneiden wir ihn hier auf. Und dann ist hier meistens so eine Linie, wenn sie genau herschaut. Und hier schnippeln wir jetzt mit der Schere entlang. Innen drin ist jetzt so kalt geweicht der Schlauch, das ist kein Problem, weil die Seite verkleben wir ja nicht. So, und immer schön da entlang schnippeln, dass wir halbwegs durchgehendes, gerades Material haben. Ich denke, das sollte gleich reichen, was wir haben. So, und nochmal durch und schon können wir loslegen. Im nächsten Arbeitsschritt kleben wir jetzt das Doppelklebeband rundum auf unsere Kakaodose. Und ihr seht selber, den Schweizern sei Dank, haben wir hier eine wirklich tolle Kakaodose, mit der wir gut arbeiten können, und damit bekleben wir jetzt einfach diese Dose. So, jetzt ist die Dose komplett mit Doppelklebeband umhüllt und wir beginnen jetzt von unten nach oben diese Dose mit dem alten Fahrradschlauch zu bekleben. So, und jetzt ist unsere Vase oder unser Übertopf schon fertig. Nur noch die Blume reinstellen und schaut euch mal an, wie cool sieht das aus. Das ist doch ein tolles Geschenk. Über das freut sich wirklich jeder, der diese tolle Vase geschenkt bekommt. Weitere tolle Ideen, wie ihr mit den Kindern basteln könnt, findet ihr auf kinderoutdoor.de. Ihr dürft uns gerne liken und dürft gerne so einen YouTube-Kanal abonnieren und ich freue mich, euch wieder zu sehen. Macht es gut, bis dahin, für den Servus. Thank you.